Jo, 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 logisches Hey-ho! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr merkt schon, Joko, wo bist du hier? Ich bin hier gerade ganz gediegen in so einem Canyon-Biom unterwegs. What? Oh, da sieht man schon Eis. Hi! Ja, ja, Leute. Vor einigen Tagen ist ja die 1.9 released. Da gab es ja große Empörung für die PvP-Spieler. Und für einige so Aufschrei, ja, keine Angel mehr und lalala. Und das haben wir noch lange, lange, lange nicht alle Server 1.9. Hypixel hat das Ganze schon. Ich habe da drauf auch schon gespielt. Die haben das mit dem Cooldown. Revi auch, der Server. Aber es soll mir heute nicht um die Server oder ein Review der ganzen 1.9 gehen, sondern darum, dass ich quasi Glitches und Bugs gefunden habe, die so lustig sind, aber auch manches kaputt machen. Und die wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Ist doch cool, oder? Also Leute, das hat schon Grund, warum ich mich hier auf dieser Fläche befinde, denn ich kann hier am besten wirklich einiges zeigen. Der Seed ist eigentlich ganz geil dafür. So, Timeset 0, kurz wieder die Time resettet. Wir brauchen als erstes Elytra-Flügel. Das sind ja diese neuen Gleitflügel, die in der 1.9 dazugekommen sind. Was man mit denen alles machen kann, Leute, das werdet ihr mir nicht glauben. Ich weiß auch nicht, wie man auf so dumme Ideen... das da hinten waren Experimente. Fragt bitte nicht. Das habe ich nur getestet, ob da noch was funktioniert. So, wie man die ganze Sache mit den Elytras sehen muss. Das Ganze ist ja simpel. 1.9, man lässt sich fallen. Nochmal Leertaste, gleitet man. So, und was man damit alles für Scheiße anstellen kann. So, Leute, ich meinte ja, das Ziel ist geil. Deswegen, weil ich hier auch so eine Wasserfläche gebraucht habe für den ersten Bug. Glitch oder gewollt, ich weiß es nicht. Das bedeutet, wir gleiten rein, ganz vorsichtig und müssen ganz langsam die Wasseroberfläche gleiten. Und ja, wir bleiben in den Flügeln. Das heißt, wir sind so eine Art, das ist so eine richtige Schwimmanimation. Wir gleiten quasi im Wasser weiter. Das ist so wie bei dem Boatglide früher. Das bedeutet, wir hängen in dieser Animation immer noch fest. Die wird nur unterbunden, wenn wir aufhören oder auftauchen. Und zum Beispiel, ich drücke jetzt hier Leertaste, man sieht schon die ganzen Effekte. Und das Lustige ist, man kann dann jetzt auch kopfüber schwimmen. Oder man kann auch Barrel Rolls machen. Dafür muss man einfach nur ein bisschen hart drehen. Ich habe es auch schon ein paar Mal geschafft, mich auf den Kopf zu buggen. Das ist aber extremst viel Übung. Und das ist auch nicht so... Oh, man sieht mein zweites Gesicht. Aber es ist natürlich nicht ganz so einfach und es ist natürlich auch eine sehr hakende Steuerung, weil wir buggen und glitschen ja quasi hier in dem Wasser. Ja... Wir machen quasi den Wal gerade. Yay. Noch eine Sache zu den Flügeln, die rumbackt. Wenn man die Flügel anhat, das auch im Survival-Mode, und man möchte hier Leertaste drücken, passiert Folgendes. Wir gehen erstmal kurz in den Survival-Mode. Game-Mode 0. So, jetzt sind wir im Game-Mode 0, haben die Elytra-Flügel an. Wollen wir jetzt, wir laufen einfach hier und drücken währenddessen Leertaste. Dann habt ihr schon gemerkt, hä, was hat er da für eine komische Gleitanimation gemacht? Dieses Gebugge. Guckt man sich das Ganze bei 5 an, sieht das so aus. Das heißt, wenn wir Doppelsprünge, das heißt, wir sind diese ganz normalen SG-Läufer, das heißt, wir machen hier die ganze Zeit Leertaste. Und dabei kann man es auch schaffen, dass man ab und zu sich schön die Fresse in den verfickten Stein haut, Mann. Sehr cool. Ist irgendwie, sieht irgendwie aus, als das, seht ihr das? Es ist wie Sturzflug im Stehen, wenn man halt, man läuft im Sprung und wenn man dann einmal zu oft Leertaste drückt, dann ist halt mit seiner Fresse auf Beton hauen. Machen manche Leute ja auch in ihrer Freizeit gerne, habe ich gehört. Eine kleine Sache zu dem ganzen Elytra-Bug. Den Wasserbug kann man auch auf Lava übertragen. Als normaler Spieler verbrennt man in Lava. Man kann sich ja aber einen Feuerresistenztrank geben. Das bedeutet, jetzt als Beispiel, ich müsste mir jetzt hier eine Plattform bauen mit Feuerresistenztrank und Elytra. Lalala, ich trinke jetzt hier den Feuerresistenztrank. So, tüdelü, habe jetzt meine Feuerresistenz. Ich bin aber jetzt im Game-Mode. Und jetzt ist es ganz präzise. Ich habe hier immer so ein kleines Lava-Loch. Wäre es in der Hölle oder so, wäre das was anderes. Dann könnte man auch durch die Lava gleiten. So, das bedeutet, wir schwimmen hier rein. Hat's geklappt? Ah, ja. ja, das ist das Schwimmen in der Lava. Hallo? Wow, 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 wow. Ah, so. Hallo, ich bin es. Lo, oh, wir haben uns gerade zwei Blöcke hochgeglitscht. Okay, nochmal neu. Woo. So, hat's geklappt? Ah, ja, Übungssache. Ich mache das ja auch schon seit 2 Stunden. Suche ich mir irgendwelche Glitches und Bugs hier aus Minecraft raus. So, Perspektive ändern. Hallo, ich bin es. Oh, ja, hä? Hä, was so? Ah, ich bin auf Kopf. WTF? Was geht ab? Bitte, Leute, was geht mit mir? Ich bin Jesus. Was ist denn los, Alter? Ist es, das kann never ever gewollt sein. Und das kriegt man halt auch hin, wenn man jetzt den Feuerriss heißt. Ich kann jetzt auch sagen, hier, Game Mode 0, wenn ich jetzt noch glitsche. Nee, jetzt habe ich leider aufgehört zu glitschen. Aber so, man kann halt auch in der Lava in den Gleit gehen. Jetzt bin ich übrigens hier, ihr seht es, im Game Mode 0. Krieg keinen Damage und glitscht mit den Dingern kopfüber in der Lava. So, zack, erstmal raus, der Kacke hier wieder. So. Jetzt mal durchatmen, Leute. Das waren die Glitches zu den Elytra-Flügeln. Es gibt aber noch ein paar coole andere Bugs. Yay. So, wir haben hier die Boote in verschiedenen Farben. Von Fichte bis Schwarz und Eich und Tropen und Birke und
Akaz, wir nehmen uns einfach das Eichenholzboot jetzt hier. Ha. So, mit diesen Booten kann man jetzt seit dem Update alles machen. Die Dinger sind wie Panzer, kann man quasi sagen. Bevor ich jetzt damit anfange, euch so ein Boatglide mit den neuen Booten zu zeigen, diese Wassergrube hat einen Sinn. Ich habe es jetzt leider nicht nochmal geschafft. Ich habe das auch irgendwie komisch hingekriegt. Indem man zwei Boote hintereinander platziert, kriegt man die so gebackt, dass sie sich unter den Stein schieben. Ich blende euch mal einen Screenshot ein. Leider ist das Boot jetzt aber weg hier aus der Welt. Und das weiß ich nicht wieso. Erstmal kommen wir zum Boatglide, den jeder Skywars-Spieler von euch kennt. Den habe ich auch schon ein, zwei Mal gemacht. Den habe ich damals auch als erstes vorgestellt. Und jetzt mit den neuen Booten kann man noch was viel cooleres machen. Man kann sie jetzt auf jeder Oberfläche platzieren. No joke. Man kann sie auch hier auf Blättern platzieren. Zack. Die neuen Boote funktionieren ja folgendermaßen. Ganz einfach. Das bedeutet, man setzt sich rein und rudert quasi. Und es ist nicht mehr möglich zu gleiten, so richtig. Das bedeutet, wir setzen uns hier rein. Ihr seht schon, ich bin hier im Canyon. Das bedeutet, ich kann da runtergleiten. Und jetzt schippere ich mich so durch die Luft und falle einfach nur gerade nach unten und bin jetzt quasi unten gelandet. Viel lustiger wird das, wenn ich jetzt in Game Mode 1 gehe. Nicht Game Mode 1, in Game Mode 0. Jetzt dürfte ich ja Damage bekommen. Ihr seht schon, das ist eigentlich so eine Höhe, die ist tödlich. Hier, das überlebe ich höchstens mit Federfall 4. Ich setze mich zwar in das Boot und jetzt wird wieder geglidet, also man fällt einfach nur runter. Und ich meinte schon, die Dinger sind wie Panzer. Man kriegt keinen Schaden mehr. Das ist wie so eine Art Ultra-Panzerfahrzeug aus Holz. Das hat den ganzen LBG-Bootgleit-Scheiß kaputt gemacht. Man gleitet, man, sie habt schon gesehen, die Wasserpartikel fehlen, man gleitet nicht mehr. Richtig blöd, Alter. Wenn das auf Server kommt, dann haben wir kein LBG-Boot mehr. Nur noch Panzer, die keinen Fallschaden machen. Und das wird richtig OP, Alter. Ich meinte ja schon, es gibt noch ein paar andere Sachen zu den Booten. Und zwar können die ja, wie gesagt, auf allen Oberflächen fahren, inklusive Wasser. Und man kann jemanden mitnehmen. Aber ich will ja hier kein Review zu 1.9 machen, sondern ein paar Bugs und lalala vorstellen. Ob das so gewollt ist, kann ich euch auch nicht sagen. Weil wo ist der Sinn, dass das verfickte Boot auf Erde fahren kann? Naja gut, man kann das Boot erstens überall platzieren. Jeder kann mit einsteigen. Es können zwei Leute in ein Boot. Der erste kann steuern, lalala. Und ja, man kann halt überall damit rumfahren. Und auf Eis ist man sogar, wow, holy. Da habe ich die Eisfläche ein bisschen zu kurz gemacht. Dann müssen wir aber hier ein bisschen hier loslegen. So. Machen wir uns mal kurz eine Rennbahn aus Eis. Zack. Die Dinger sind auf Eis wie ein Schlitten. Ob das jetzt gewollt ist oder ob das so glitscht, weil man die Boote ja überall fahren kann. Hier, man kann die ja auch einfach hier, ich könnte jetzt sagen, hey, wir machen jetzt eine Bootsfahrttour auf Stein. In einem Canyon. Es ist einfach zu geil. So, das will ich euch ja gar nicht zeigen, sondern ich wollte euch jetzt die Sache mit dem Eis demonstrieren. Vergleichsweise ist das Boot auf Wasser eigentlich gar nicht... Ist ein bisschen schneller, glaube ich, als früher. Aber naja, so, man kann jetzt hier rudern, lalala. So, und dann ist man hier so, lololo, lololo. Telefon! So, platzieren wir das Boot jetzt aber auf Eis, gehen wir übel ab. Wir sind quasi wie auf Wasser und wir werden... Also, okay, jetzt ist ein bisschen blöd. Wir rutschen halt quasi so. Jetzt sind wir hier wieder langsamer. Das bedeutet, wir befinden uns auf einer Eisfläche mit dem Boot. Sind wir übel rasant unterwegs. Wir können auch hier dann sagen, wir driften jetzt hier, Dinge, so, wow. So, und jetzt... Alter! Wie schnell wir sind! Yo, Alter, als ob das... Das kann mir doch niemand sagen. Niemand kann mir sagen, dass das verdammt nochmal gewollt ist. Ho, Junge! Das kann mir doch jetzt niemand von euch kann behaupten, dass es gewollt ist, dass man mit den Booten überall hinfahren kann, die unzerstörbar sind, man keinen Damage bekommt und dass man halt so in der Lava baggen kann. Ja, ob das gefixt wird oder ob das jetzt für immer so bleibt, wir werden sehen. Die ganze andere Kritik an der 1.9 bleibt ja immer noch mit der Angel und dem PvP-Update und lalalala. Das will ich euch gar nicht zeigen. Ich dachte nur, ich zeige euch heute mal diese coolen Glitches, Bugs, whatever, wie auch immer man das bezeichnet. Oder ob das jetzt noch geändert wird oder ob das jetzt so drin bleibt. Und was man damit für geilen Scheiß später auf den Server machen kann, das werden wir dann sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt euren Freunden, Familien, Verwandten, Haus am Milben dieses Video und die Bugs zeigen und einen logischen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen 12 Uhr am Samstag zu Auf Streife und abends zu einem anderen Video wieder. Bis dahin bleibt logisch, schaut rein und logisch ist. Ciao.